Wer Flamenco noch nicht kennt, sollte sich unbedingt über diesen Tanz des Südens informieren. In Deutschland wächst die Anzahl der Anhänger, besonders der Anhängerinnen, sehr schnell. Der Flamenco, der mit Leidenschaft gespielt und getanzt wird, hat seine Heimat in Andalusien, im Süden Spaniens, und war von langer Zeit nur als Tanz der Armen bekannt. Vor Jahren aber hat der Tanz diese Grenze überquert und steht nun in aller Welt auf der großen Bühne. Egal ob Frauen oder Männer, Kinder oder Erwachsene, alt oder jung, wer Flamenco tanzen will, muss zuerst eines lernen. Flamenco ist verbunden mit sehr viel Gefühl. Unter der fast magischen Einführung der Gitarre, unterstützt durch die Kastagnetten und auch durch die Fußtechnik, spricht die Seele ihre Liebe, Schmerz und Verzweiflung durch die Bewegung des Körpers. In Oldenburg bringt die Tanzlehrerin Flavi Cardona den deutschen Frauen den Flamenco-Tanz bei. Die Oldenburgerin, die in Hamburg Flamenco gelernt hat, die aber in Madrid, Sevilla und Jerez sich weitergebildet hat, freut sich darüber, mit ihren Schülerinnen ihre Leidenschaft zu teilen. Eine davon ist Tanja Bürgmann. Als sie 16 Jahre alt war, hat sie eine Aufführung in Oldenburg gesehen und war sofort begeistert. Die Flamenco-Musik spricht sie an. So Tanja Bürgmann. Flamenco spricht mich an. Die Musik hat mich immer schon angesprochen, schon als Kind. Und mit 16 Jahren wusste ich dann, dass ich Flamenco tanzen möchte und habe mir eine Schule gesucht, wo ich lernen konnte. Und es hat mich nie losgelassen. Auch dabei ist Nena Suprapto. Die Frau aus Indonesien ist begeistert von der Flamenco-Musik und der ausdrucksvolle Bewegung des Tanzes. Die Musik ist schön. Ich mochte schon immer Flamenco-Musik. Und das ist ganz toll, weil es ist so eine Vielfalt. Jeder ist hier zwar, weil er Flamenco-Musik mag und tanzen mag. Der Ausdruck, man drückt sich aus. Und alle Altersstufen sind hier. Alle, ich weiß gar nicht, wie viele Nationalitäten. Egal, was man arbeitet, was man macht. Es ist so eine Vielfalt, es ist so eine Herzlichkeit hier. Ich glaube, das ist so charakteristisch. Die erste Begegnung mit Flamenco hatte Flavi Cardona, als sie 14 Jahre alt war. Sie war so begeistert, dass sie von da an sich entschieden hat, Flamenco zu lernen, um eines Tages Flamenco-Lehrerin zu werden. Flamenco habe ich gesehen hier in Oldenburg, das erste Mal, als ich 14 war. Und war so begeistert von einem Live-Musik-Tänzer, Sänger, Gitarrist, dass ich dann irgendwann selbst in Hamburg Flamenco angefangen habe. Genauso begeistert sind die Kinder, die bei Flavi Cardona die Flamenco-Chirit lernen. Weil es mir ganz toll gefällt und das macht auch einfach Spaß und das ist nicht wie Hip-Hop oder so, das ist was Besonderes für mich und ich mache das auch richtig gerne. Aber nicht nur Mädchen mögen Flamenco zu tanzen. Dabei ist auch der kleine Junge Rami Möhring. Dass man viel auf der Bühne steht und dass Flavi so viel mit uns macht, ja, und alles ist cool von Flamenco. Flavi Cardona, die schon seit 6 Jahren in Oldenburg Flamenco unterrichtet, erklärt, wieso dieser Tanz so fasziniert und besonders ist. Flamenco versetzt uns in eine andere Welt. Wir können unsere Gefühle ausdrücken. Wir haben Rhythmus und Musik und wir können uns dem Publikum zeigen. Wenn der erste Schritt erstmal getan ist, dann wärmen wir uns auf, wir klatschen, machen die Palmas mit der Musik zusammen. Und im Flamenco ist es auch wichtig, als Gruppe zu fungieren. Wenn jemand tanzt, machen die anderen im Hintergrund die Palmas, das Händeklatschen. Und es ist eine große Gemeinschaft, auch wenn einer vielleicht ein Solo tanzt. In dem Flamenco-Gruppe von Flavi Cardona sind verschiedene Nationalitäten zu sehen. Für sie ist es eigentlich egal, welche Herkunft man hat, weil auf der Flamenco-Bühne die Musik
die richtige Sprache ist. Jeder ist herzlich willkommen. Wir haben alle zusammen Spaß, ob wir aus einem anderen Land kommen oder aus Deutschland. Die Sprache ist die Musik und ja, wir bewegen uns und drücken uns aus und haben, wie gesagt, Spaß zusammen. Man muss den Leuten erstmal erklären, worum es geht, beziehungsweise man fängt an mit den einfachen Armübungen, Fußübungen und fügt dann alle Komponenten zusammen und irgendwann entsteht eine kleine Choreografie und die Leute merken gar nicht, dass sie es dann auch irgendwie schon können. Also man muss sie einfach nur auch ein bisschen anschieben und Spaß miteinander haben.